Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, mehrere Tage in absoluter Schwerelosigkeit zu verbringen? Der Mann, den wir euch heute vorstellen, verbrachte über ein halbes Jahr im All. Ob alles gut gegangen ist und was das mit seinem Körper angestellt hat, erfahrt ihr in diesem Video. Wer ist AJ Feustel? Stellen wir euch den guten Mann doch erst einmal vor. AJ Feustel kommt aus den USA, aus Pennsylvania um genau zu sein, und ist nebenberuflich Astronaut. Wenn er nicht gerade durchs All schwebt, ist er übrigens Geophysiker und entwickelt Warnsysteme für Bergwerke in Nordamerika. Den Weltraum besuchte er bei seiner letzten Mission schon zum dritten Mal. Die dritte sollte auch seine bislang mit Abstand längste Mission werden. Er blieb 197 Tage im Weltraum. Wie jeder andere Astronaut auch, der so lange in der Schwerelosigkeit ist, musste Jay sich am Boden erstmal umgewöhnen. Was erlebte er, als er wieder landete? Feudel hielt seine ersten Gehversuche fest, um aufzuzeigen, wie schwer es ist, sich wieder im normalen Leben zurechtzufinden. Man sieht, wie er noch sehr tapsig ist und ihm jeder Schritt Mühe bereitet. Das Video ging viral und er bekam Genesungswünsche aus der ganzen Welt. Gott sei Dank brauchte er nicht lange, um wieder voll auf die Beine zu kommen. Wer war bisher am längsten im Weltraum? Den Rekord für den längsten Weltraumflug am Stück hält der Russe Valery Polyakov. Der Kosmonaut war Anfang der 90er Jahre unglaubliche 437 Tage am Stück im All. Über zwei Jahre war der ebenfalls russische Kosmonaut Gennadi Pedalka dort. Er brauchte allerdings insgesamt 5 Flüge, um auf diese Marke zu kommen. Der europäische Astronaut mit der meisten Erfahrung ist übrigens ein Deutscher. Er heißt Thomas Reiter und verbrachte insgesamt 350 Tage in den unendlichen Weiten des Weltraums. Die meisten Menschen, die die Erde verlassen, haben dabei übrigens nicht erst beim Wiedereintritt in die Atmosphäre und wenn sie wieder laufen lernen müssen Probleme. Auch die Anpassung an die Schwerelosigkeit ist alles andere als einfach. Was ist die Weltraumkrankheit? Bis sich der Körper an die Schwerelosigkeit im Weltall angepasst hat, kann es zur sogenannten Weltraumkrankheit kommen. Das klingt nicht nur irgendwie nach der berühmten Seekrankheit, es hat auch tatsächlich ganz ähnliche Symptome. Ursache ist in beiden Fällen, dass die Gleichgewichtsorgane gestört sind. Bei der Seekrankheit durch hohe Wellen. Bei der Raumkrankheit durch die Schwerelosigkeit. Übrigens gilt, je größer der Platz, desto schlimmer wird die Weltraumkrankheit. Die Beschwerden können von leichter Übelkeit und Desorientierung bis hin zu Erbrechen und starkem Unwohlsein reichen. Gemessen wird die Schwere der Krankheit übrigens mit der Garn-Skala, die nach dem Senator Jake Garn benannt wurde. Dieser wurde bei seinem kurzen Ausflug ins Weltall nämlich extrem weltraumkrank. Die Skala reicht von 1, also gar keine Symptome, bis 10, was extremes Unwohlsein bedeutet. Garn ist auch der Einzige, der diese Skala durchbrach. Er erreichte einen Wert von 13. Was ist, wenn man im Weltraum krank wird? Bevor die Astronauten ins All fliegen, müssen sie eine kleine medizinische Grundausbildung machen, die 2 bis 3 Wochen dauert. Sie sind damit für kleinere Notfälle gewappnet. Sie lernen auf der Erde eine Herzdruckmassage zu machen, einen Zahn zu ziehen oder eine Füllung zu reparieren. Alles, was größer ist, etwa einen Blinddarm zu operieren, das ist noch nicht möglich in der Schwerelosigkeit. Dafür hat aber zum Beispiel die ISS jederzeit eine Rettungskapsel an der Raumstation angedockt. Sollte es eines Tages eine Expedition zu weiter entfernten Planeten oder gar Sternen geben, müsste ein Ärzteteam mitfliegen, welches im Notfall auch eine Operation durchführen könnte. Was gibt es bei Astronauten zu essen? Bis der erste Supermarkt auf dem Mond aufmacht, müssen Leute, die ins All wollen, ihr Essen selbst mitbringen. Auf der Internationalen Raumstation hingegen kommen regelmäßig Lieferungen an. Alle paar Monate trifft ein automatisches Versorgungsschiff wie das ATV oder ESA oder die russische Progress vollgeladen mit frischem Obst, Wasser und abgepackten Mahlzeiten auf der ISS ein. Die Weltraumnahrung ist heute mit den normalen Speisen auf der Erde vergleichbar. Sie umfasst tiefgefrorenes Gemüse und Desserts, gekühlte Speisen, Obst und Milchprodukte. Die Speisekarte der Internationalen Raumstation bietet heute über 100 Auswahlmöglichkeiten. Ihre Insassen müssen täglich immerhin 2000 Kalorien zu sich nehmen, so viel wie ein Büroangestellter. Was macht der Weltraum mit der Psyche? Die heutigen Weltraummissionen sind noch nicht allzu psychisch belastend. Es sind die körperlichen Beschwerden, die hier im Vordergrund stehen. Doch eines Tages will der Mensch zum Mars aufbrechen und die Flugzeit dorthin dauert 520 Tage. One way, versteht sich. Man überlegt, für diesen belastenden Trip psychologische Betreuung von der Erde zu gewährleisten. Für alles, was noch weiter weg liegt, ist aber noch keine Lösung gefunden worden. Man kann sich schwer vorstellen, dass Menschen jahrelang in eine kleine Kapsel gesperrt überleben können, ohne sich gegenseitig zu erwürgen.
Kurze Ausflüge in den Weltraum hingegen haben nach Expertenmeinung einen positiven Effekt auf die Psyche. Die Erde vom All zu beobachten, habe etwas Magisches. So sind sich alle einig, die dies je erlebt haben. Wie lange könnte man maximal im Weltall überleben? Ohne Raumanzug könntet ihr nur wenige Sekunden im Vakuum des Weltalls überleben. Durch den fehlenden Druck von außen dehnt sich eingeschlossene Luft im Körper aus. Halten die Passagiere also die Luft an, passiert ihnen das, was auch unachtsamen Tauchern beim schnellen Aufstieg aus großen Wassertiefen widerfährt. Durch den Überdruck platzt die Lunge. In einem Raumschiff, das zum Mars fliegt, könnten Astronauten schon ein paar Jahre überleben. Sie bräuchten allerdings Vorräte und müssten täglich Sport machen. So oder so würde ihre Muskelmasse im All abbauen und sie müssten sich auf dem Mars erstmal wieder an die Schwerkraft gewöhnen. Auch hat man bei Astronauten festgestellt, dass ihre Blutwerte sich mit der Zeit verschlechterten. Wie groß die Gefahr im All ist, wird man vielleicht erst wissen, wenn die ersten Menschen vom Mars zurückkehren. Würdet ihr gerne mal in den Weltraum fliegen, vielleicht sogar One Way zum Mars? Verratet es uns in den Kommentaren.